Gut, jetzt funktioniert auch die Aufzeichnung. Sie ist von der Seitenperspektive, weil ich jetzt mit dem Computer rede, mit allen, die bei Joy Group dabei sind. Wer dann die Aufzeichnung sich anschaut, ihr könnt gerne euch bei Joy Group anmelden und ich habe da regelmäßig schöne Veranstaltungen zum Thema Gesundheit und Sexualität für Männer, für Frauen, für alle, die gerne Sex haben. Und natürlich, ansonsten gibt es immer noch die Möglichkeit, mich auf YouTube zu sehen. Ich bin Nastassja Romanova, Trainerin für die Intimfitness für Männer und Frauen. Ich setze mir stark dafür ein, dass wir besser miteinander umgehen. Das schützt unsere Beziehungen. Sexualität ist der Kern von unseren Beziehungen. Und auch unsere Oralsex-Erlebnisse sind auch wichtig für unsere Beziehungen, denn in diesem Moment zeigen wir dem Partner, wie wichtig er für uns ist. Ja, Oralsex hat immer mit dem Spielchen Dominanz-Hingabe zu tun. Entweder ist es eine echte Dominanz, ja, der Mann ist ein Beschützer, ein Versorger, die Frau wertschätzen, so wie er ist und verwöhnten, so wie er ist, oder halt man verabredet sich und das ist nur ein Teil vom Geschehen des Familienlebens und normalerweise sind sie gleichberechtigte Partner, aber im Sex können sie mit ihren Rollen frei umgehen, umschalten und diese Dominanzhingabe in unterschiedliche Richtungen lenken. Das ist relativ egal, wichtig ist aber in erster Linie Respekt von dem Partner. Wenn die Frau seinen Lingam, seinen Penis als ein Lingam, Stab des Lichtes sieht, als ein Ursprung von Energie, als etwas sehr Angenehmes, ist natürlich Oralsex da ziemlich anders, als wenn die Frau so sich ekelt und sagt, oh Gott, was ist das und das muss ich blasen, okay, damit du nicht zu einer anderen gehst, mache ich es. Das hat komplett andere Energie, das hat komplett anderes Gefühl. Wie das alles funktioniert, wie das alles sich für beide Partner anfühlt. Und natürlich, I oder Wow hängt zum Teil davon ab, wie unsere Hygiene funktioniert. Tut mir leid, ich weiß, ihr mögt nicht alle das Thema Hygiene, aber das ist ein sehr wichtiges Thema und ich versuche mich kurz zu halten. Wenn du dir wünschst, dass deine Partner dir spontane Blowjobs schenkt, morgens beim Aufwachen, ja, wer hat noch nicht davon geträumt, morgens von einem Fellatio geweckt zu werden, im Auto, in der Natur, etc., etc. Du musst immer dafür bereit sein, dass jetzt was Schönes geschieht. Und dein Penis soll eher schön duften als unschön. Was wirkt negativ auf den Duft von dem Penis? Der Zustand von unserem lymphatischen System. Deswegen lade ich euch ein, euch mehr damit auseinanderzusetzen. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es die Übung Venenwinkel. Und natürlich unsere Leisten-Lymphknoten brauchen auch eine Behandlung. Wir können einfach weiche Hände auf die Leisten hinlegen, oberhalb von dem Becken, unterhalb von dem Beckenknochen und etwas länger da halten. Am liebsten im Liegen funktioniert es, im Stehen wird es auch funktionieren. Einfach Präsenz von einer weichen Hand drauf wird euer lymphatisches System zu besserer Funktion animieren und nach wird der Körper sich besser reinigen und er wird besser duften. Bitte keine synthetischen Unterwäsche, sondern Baumwolle, Hanf, Seide für die Männer, keine Ahnung, bestimmt gibt es auch bei Joy Group manche, die Seide tragen, aber auf jeden Fall keine Synthetik. Keine synthetischen Bettwäsche, wenn es um das Thema Blowjob am Morgen geht. Wenn wir irgendwie aufwachen in der Synthetik, stinken wir nach Schweiß. Dann ist es gar nicht schön, das für die Frau so einen Penis zu berühren. Generelle Hygiene, ja, wascht euch lieber nicht mit dem Duschgel. Duschgel kann Mikroflora töten. Alles, was antibakteriell ist, tötet nicht nur die bösen Bakterien und Viren, es tötet auch unsere natürliche schützenden Abwehrkräfte, unsere Mikroflora. Deswegen empfehle ich euch eine basische Kernseife. Auf Russisch klingt es besonders lustig. Wir nutzen das Wort Хозяйство wie Haushalt für den Penis. Und Хозяйственное мыло, Kernseife, klingt dann super ähnlich.
Also Kernseife ist eine super Lösung oder zum Beispiel dieses Shampoo von Aroma Elite werde ich euch später die Verlinkung schicken. Ist gut für die Haare, gut für den ganzen Körper. Ja, das ist nicht nur Shampoo und gut für den Intimbereich und duftet auch sehr schön. Und natürlich die Männer, die eine Vorhaut haben, achtet darauf, dass unter der Vorhaut es sauber ist. Es ist selbstverständlich für die meisten hier, aber trotzdem wiederhole ich es nochmal. Die Hygiene, der schöne Duft vom Penis erregt die Frau eher. Zweitens, was so erregt, ist der Duft von euren Pheromonen. Ja, wenn der Mann gut Pheromone produziert, das macht uns auch gesünder. Das regt auch unsere Hormonproduktion an und steigert dadurch indirekt unseren Lustgefühl. Wodurch entsteht eine bessere Pheromonproduktion beim Mann? Durch die bessere Funktion der Hoden und der Prostata. Deswegen, eine Selbstmassage für die Hoden ist eine sehr gute Idee. Deswegen ist es gut, Beckenboden aktiv zu trainieren. Ja, heute startet auch unter anderem unser Intimfitness-Marathon, erste Schritte zu Intimfitness. Wer nicht sich angemeldet hat, kann mir eine Privatnachricht schicken und ich schicke euch den Link zu einer Telegram-Gruppe. Da gibt es ganz viele Übungen für den Intimbereich. Und auf euer Testosteron wirkt auch euer Verhalten. Ich habe schon erwähnt, euer Verhalten motiviert uns auch, euch zu begehren. Zumindest spreche ich von mir und den Frauen, die viel Wert auf ihre Weiblichkeit legen. Wenn ihr Entscheidungen treffen könnt, wenn ihr uns beschützt, wenn ihr uns versorgt, das ist nicht nur toll zu erleben als Frau, das motiviert uns nicht nur mehr für euch zu tun. Ja, insbesondere natürlich, ich bin aus Osteuropa, für uns ist es ein ganz krasses Thema. Aber die deutschen Frauen finden es auch schön, wenn der Mann stark ist, wenn der Mann in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen, wenn der Mann optimistisch bleibt und nicht meckert. Und das hilft euch auch, besser Testosteron zu produzieren. Testosteron hilft dem Erfolg, Erfolg hilft der Testosteronproduktion. Und wenn der Mann, wie gesagt, schön duftet, wollen wir mehr Zeit dafür bringen, sind wir wesentlich engagierter. Wenn der Mann beim Mann gerne bläst, kann ich mich damit weniger identifizieren. Danke für die Frage. Bei euch ist es wahrscheinlich auch so, dass der Mann, der Oralsex gibt, sich in diesem Moment eher in der weiblichen Rolle empfindet. Ich glaube, da bist du auch in dieser Hingabe, in dieser Annehmen-Stimmung, in dieser Verwöhnungsstimmung. Das ist für mich wirklich schwer zu sagen, schwer zu beurteilen. Die meisten Kunden von mir sind heterosexuell und da habe ich mehr Erfahrung und Austausch. Also, das ist keine Ausgrenzung, das ist einfach Limitation von meiner Erfahrung. Was ist noch wichtig, damit Oralsex gut klappt? Damit die Frau Lust auf euch hat, sollte sie keinen Stress haben. Oder damit der Mann mehr Lust bei euch hat, euch oral zu verwöhnen, soll er auch entspannt sein. Weil wir haben Sympathikus kämpfen, fliehen, verstecken. Wir haben Parasympathikus verdauen, genießen, fortpflanzen. Und in diesem Modus funktioniert generell die Sexualität besser, ja, die Erektion wird besser, Lust der Frau, Orgasmen. Und auch Lust auf alternative sexuelle Tätigkeiten ist viel stärker, wenn wir keinen Stress haben. Daher ist es wichtig, Zeit zu nehmen für die Entspannung. Sauna, warmes Bad, schöne Musik, schöner Duft zu Hause, eine wohltuende Massage. Das bringt alles die Partnerin bzw. den Partner in die bessere Stimmung für Sex. Spontane Geschichten, da funktioniert es ein bisschen anders. Ja, es gibt venerianischen Sex, das, was ich bisher beschrieben habe, mit Kerzen, mit Vorbereitung. Und es gibt den marsianischen, wild, spontan, im Wald, im Auto, sonst irgendwo in einer Umkleidekabine zum Beispiel. Da geht es eher um Adrenalin, aber kurzfristiger Stress, wenn unser Körper in der Lage ist, nach dem Stress wieder in die Entspannung zu kommen, wirkt es sehr intensiv und das ist auch mal eine schöne Sache. Es ist wichtig, ich habe schon Schlüsselwort Massage erwähnt, dass die Person, die Fellatio gibt, keine Nackenschmerzen hat,
bei diesem Prozess. Dafür helfen natürlich auch Nackenübungen. Wir starten das Projekt Zungenfitness für Oralverkehr am 5. Juni. Ja, Anmeldung links auch über mich oder Enjoy Club. Und da geht es zum Teil um die Übungen für den Nacken, für die Hals. Oder natürlich kann der künftige Empfänger vom Fellatio zuerst eine wunderschöne Nackenmassage schenken. Und das zum Teil hilft der Entspannung und zum Teil hilft der Person nicht, sich auf die Schmerzen abzulenken. Ja, wenn die Person Schmerzen hat, fühlen wir es auch. Ich als Frau kann sagen, dass beim Kunilingus es auch super wichtig ist und ich spüren kann, ob es meinem Partner gut geht oder ob er sich ein bisschen unwohl fühlt. Punkt Nummer 2, Kiefer. Ja, im Zungenfitness werden wir all diese Punkte ein bisschen mehr in die Tiefe anschauen. Wenn der Kiefer verspannt ist, dann ist es schwer, längere Zeit Mund aufzumachen und generell ausreichend Mund aufzumachen. Ich habe zum Beispiel gehört, dass wenn die Frau dünne Lippen hat, kann es häufiger passieren, dass ihre Zähne unangenehm den Penis berühren. Ja, am Penis gibt es die Eichel, da geht es gar nicht. Am Schaft, wenn man weiß, kann man das einsetzen, aber sehr vorsichtig und liebevoll und eher bewusst als irgendwie unbewusst. An den Hoden wäre das die Haut von dem Sack sozusagen, die auch gerne geknabbert werden kann, unter der Bedingung, dass der Mann rasiert ist. Sonst machen wir eine Haarentfernung mit unseren Zähnen. Aber dazu kommen wir noch. Aber die Zähne am Penis, da wo es sich nicht hingehört, dieses Ungewollte, das ist natürlich sehr unschön. Und das hat häufig mit einer Kieferverspannung zu tun, genauso wie dünne Lippen. Volle Lippen, ja klar, kann man Hyaluron spritzen, kann man Silikone spritzen, dann sehen sie so riesig aus. Sieht nicht wirklich natürlich und sexy aus, aber manche Frauen tun es trotzdem. Das ist keine Lösung. Da lösen wir nie das Problem. Das Problem kann am Kiefer sein. Und dagegen helfen Kieferentspannungen. Und ich lade euch ein, jetzt mit mir zusammen eine der Übungen zu machen, die wunderschön ist zur Kieferentspannung, wunderschön ist zur Speichelproduktion und generell sehr gesund. Sie heißt Reinigung, sehr leicht in den Alltag integrierbar, könnt ihr selbst machen. Ist nicht nur gut, um Kunnilingus zu schenken oder Blowjob zu schenken. Könnt ihr auch mit der Partnerin zusammen machen. Ist auch gut für die Gesundheit der Zähne, gegen Mundgeruch etc. etc. Auch ein Faktor, der dann ein Lustkiller werden könnte. Ja, Mundgeruch und Küssen gehören nicht zusammen. Und mehr Speichelproduktion desinfiziert den Mund, verbessert unter anderem unsere Verdauung und wir fühlen uns generell besser. Okay, Verkaufseinheit zu Ende. Übung. Zunge zwischen den Zähnen und Lippen und macht die Kreise. Zuerst in eine Richtung machen wir zusammen 10 Kreise, dann in die andere Richtung. So tief wie möglich geht die Zunge. Tief, gründlich, langsam, die Atmung fließt über die Nase. Am Kinn können wir es schön machen. Und schon spürt er vielleicht, wie Speichelproduktion angeregt wird. Das ist übrigens auch ein wichtiges Thema für Kunilingus und für Blowjob. Noch ein paar Kreise in eine Richtung und dann in die andere. Vielleicht wird eure Zunge sogar schon dadurch etwas müde sich anfühlen. Das ist ein Zeichen dafür, dass Zungenfitness wichtig wäre. Manche werden ihre Kieferverspannungen schon spüren. Und übrigens, Kieferverspannungen führen zur früheren Zähneabnutzung und zu den Kopfschmerzen. Ja? Häufige Ausrede der Frauen, ich habe Kopfschmerzen, ist manchmal nicht nur die Ausrede, sondern tatsächliche Kopfschmerzen. Und man sollte was dagegen tun. Andere Richtung, ganz langsam, liebevoll, anstrengend. Kann sein, ja, dann darfst du es häufiger machen. Wenn du geil wirst bei dieser Übung, ja, ich erkläre jetzt zu meinen YouTube-Zuschauern.
Ich rede jetzt mit dem Chat bei Joy Club. Wenn du live dabei sein möchtest bei meinen Veranstaltungen, melde dich rechtzeitig bei Joy Club an. Wenn du geil wirst bei der Übung, hängt es vielleicht damit zusammen, dass du was im Kopf hast, schon Kopfkino, oder damit zusammen, dass unsere Mundmuskulatur und unsere Intimmuskulatur miteinander in Verbindung steht. Nach Thomas Myers wäre das die sogenannte tiefe Frontallinie, dazu gehört Kiefer, Treppenmuskulatur, Musculus Scalenii am Nacken, Perikard, Zwerchfell, dazu gehört unser Psoas, ja, die große Lenden, der große Lendenmuskel, dazu gehört unser Beckenboden bei der Frau, auch Vaginalmuskulatur, innere Seiten der Oberschenkel, dann die Strukturen in den Beinen, das geht über den ganzen Körper durch, alles ist miteinander in Verbindung. Die Taoisten sagen auch, die Augen sind verbunden mit unserer Intimmuskulatur. Generell im Körper ist alles miteinander verbunden. Und generelle Aufmerksamkeit im eigenen Körper kann dazu führen, dass du dich entspannst und dann kommt die natürliche Regel. Das ist doch wunderschön. Wer da richtig müde ist, kann Mund mit der Luft spülen. Mund mit Luft auffüllen und wie mit dem Wasser spülen wir den Mund, das entspannt schon wieder mal unsere Kiefermuskulatur. Natürlich gibt es dazu viel mehr Übungen. Ein paar auf meinem YouTube-Kanal werde ich verlinken, wenn ich das Video poste. Und im Projekt Zungen Fitness gibt es ganz viele. Und generell Zunge der Frau. Ja, häufig ist das Problem beim Fellatio, weil die Frau es in den Pornofilmen nicht gesehen hat, was da drinnen passiert. Sie macht das. Und Zunge versteckt sich irgendwo. Aber wenn die Zunge da spielen würde, Mama mia, das wäre so viel schöner. Oder wenn sie überhaupt ganz entspannt da im Mund sein würde, aber im Kontakt zum Penis. Das wäre wunderschön. Und dieses Wissen fehlt vielen Menschen. Vielen Frauen, weil wir das wirklich, ja, wir können es nicht sehen in den Pornofilmen. Und ich frage mich, ob die Darsteller das tatsächlich machen oder nicht, weil Film ist nur Film. Er ist nur da, um schön auszusehen. Deswegen ist es schön, um die Frau dazu zu animieren, mit ihr zu reden. Zu sagen, oh, es wäre mal toll, ich habe im Seminar gehört. Bitte erzählt nie von den Ex-Frauen. Auch, das tötet unsere Lust. Es gibt bei Joy einige offene Frauen, die das gerne verkraften. Aber ich glaube, sogar die würden lieber hören, du bist die Beste, du bist die Tollste. Ich kann dich vergleichen, aber so gut wie du, meine Königin, ist kein anderer Mensch auf diesem Planeten. Das hilft unserem Ego und unser Ego ist wichtig. Und wenn wir wissen, dass diese Wertschätzung kommt, engagieren wir uns noch mehr. Lob macht uns motivierter. Ja, wie auf der Arbeit soll der Chef seine Mitarbeiter loben. So geht es auch im Sex. Wenn wir merken, dass das, was wir tun, toll ist und noch besser, besser als alle anderen Frauen auf diesem Planeten, dann sind wir motiviert und dann machen wir länger, dann machen wir irgendwie mit diesem Gefühl, ach, ich bin aber toll und so möchtest du vielleicht so erleben, dann toppe ich noch das. Und so kann ich auch. Ja? Bitte, bitte denkt daran, dass wir auch Seele haben, dass wir auch Gefühle haben. Wertschätzung ist wichtig, aber sie soll natürlich nicht gelogen sein. Wenn du einen Kommentar gibst, soll er ernst gemeint sein. Wenn dir irgendwas gefällt, sag es. Wenn dir irgendwas nicht gefällt, sag es auch, aber sehr wertschätzend. Nicht, du kannst es gar nicht, meine Ex hat es früher besser gemacht, sondern probiere es mal auch anders. Und was wäre, wenn du jetzt deinen Mund aufmachst? Was wäre jetzt, wenn wir jetzt die Position ändern? Was wäre jetzt, wenn du an die saure Zitrone denkst? Ja, zum Beispiel zu wenig Speichel, zu trockener Mund. Dagegen helfen auch die Übungen. Und es gibt schnelle Hilfsmittel wie ein Bonbon oder sogar eine Idee von irgendwas im Mund, zum Beispiel von einer sauren Zitrone. Denkt jetzt an eine saure Zitrone, läuft sofort Wasser im Mund oder an was Leckeres. Natürlich können da Spielchen mit den Lebensmitteln helfen.
Es ist natürlich schön, wenn die Frau das alles vorbereitet, aber als Mann kann man es auch vorbereiten. Man kann immer am eigenen Vorbild die Person inspirieren, etwas auszuprobieren. Zum Beispiel beim Lecken nimmst du ein bisschen Honig dazu oder nimmst du ein bisschen Joghurt dazu. Jede normale Frau wird dann auf die Idee kommen, ha, vielleicht gibt es auch was Schönes mit den Lebensmitteln in dem Fellatio. Und ja, am besten, wenn du das selbst engagiert und liebevoll machst und die Frau es auch akzeptieren kann, wird es die beste Schule für die Frau sein. Fishermens bei dem Mann, ja, bei der Frau nicht immer. Also das gibt einen Kühlungseffekt. Fishermens Friends haben ganz viel von der Minze. Minze kühlt. Und von den Männern habe ich viel Gutes davon gehört. Auch Mundspülung mit Minze kann gut sein. Für die Mikroflora ist es nicht gut, aber wenn es einmal im Jahr ist, ist es in Ordnung. Minztee kann schön sein, Ingwertee kann schön sein, eher am Penis schon wieder, ja, nicht an der Joni. Mit dem Tee an der Joni ist es einfach technisch sehr schwer. Mit dem Penis im Mund ist es viel einfacher als draußen an der Joni. Eis und so weiter und so fort. Es gibt zahlreiche Optionen. Das einzige, auf dem Penis des Mannes gehen zuckerhaltige Lebensmittel schon meiner Meinung nach. Ja, Gummibärchen, Sahne etc. Und in der Vagina der Frau ist es zu nah an die Scheidenflora und das kann zu Milchpilz führen. Deswegen wäre ich da vorsichtig. Tipps für Mann und Frau. Ja, die Unterschiede zwischen Mann und Frau sind nicht so groß. Das stimmt. Diese Teilung, sie existiert nur sehr subtil. Was für den Mann geht, geht auch für die Frau. Wenn wir Frauen dem Mann zeigen, dass wir das Lecken genießen, sind die Männer auch viel engagierter dabei, viel motivierter dabei, selbstverständlich. Ich persönlich liege gerne still, wenn mir was gefällt. So eine Person bin ich, dann bin ich in meinen Gefühlen, spüre mich. Aber ein bisschen schon dazu stöhnen, wenn es nicht gemacht wird mit dem Gefühl, okay, ich stöhne mal, damit du schneller fertig wirst, sondern mit dem Gefühl, ja, es geht mir gut, dann ist es eine gute Sache. Natürlich, verbal kann man auch kommunizieren, kleines Problemchen. Wenn wir zu stark unser Gehirn einschalten, ist es kontraproduktiv für die Erektion. Und jetzt kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt für engagiertes Fellatio: gute Erektion. Liebe Männer, bei einem steifen Penis spürt ihr mehr, habt ihr vielleicht bemerkt, und bei einem schlappen weniger. Und auch für uns ist ein steifer Penis ästhetischer, ist irgendwie mehr ein Lingam und Stab des Lichtes. Natürlich, bei der großen Liebe ist jeder Körperteil des Mannes für uns schön und wertschätzungswürdig und so weiter. Ja, die Tantriker würden vielleicht jetzt mit mir ein bisschen diskutieren zum Thema, dass auch ein nicht steifer Penis schön ist, aber so eine durchschnittliche Frau findet schon einen steifen Lingam wesentlich attraktiver. Deswegen, liebe Männer, wollt ihr einen guten Blowjob, wollt ihr viel dabei spüren, macht was für eure Erektion. Ich habe den Kurs Ideale Steife heute startet für unentschiedene Leute das Projekt Intim Fitness Erste Schritte. Da könnt ihr langsam euch darauf hinarbeiten, dass die Erektion besser wird. Gegen Potenzmittel würde ich beim Fellatio abraten, weil es einfach zu nervig ist, wenn die Steife zu lange dauert, wenn der Mann nicht kommen kann. Das demotiviert uns auch. Beim Fellatio viele Frauen denken, dass es überhaupt bis zum Schluss gemacht werden soll, ja, bis zum Orgasmus. Ist natürlich Quatsch mit Soße. Man kann auch ein bisschen Fellatio machen und dann in andere Spielchen umsteigen. Aber es ist so eine häufige Aberglaube und manchmal Orgasmus beim Fellatio ist schön. Deswegen bitte ich euch doch lieber dort nicht zu stark rauszuzögern. Einmal, zweimal geht, aber mehr kann auch dazu führen, dass ihr Probleme mit der Ejakulation habt. Der Körper ist sehr schlau. Wenn ich sage, ich darf nicht Orgasmus haben, dann sagt der Körper, okay, hast du keins, gar keins.
Wenn der Mensch natürlich sagt, ich muss so schnell wie möglich Orgasmus haben, häufig passiert es den Frauen, dann funktioniert es auch irgendwie in die falsche Richtung. Deswegen am liebsten gar nicht daran denken, gar nicht das mitsteuern in diesem Moment beim Oralsex. Ja, beim Vaginalsex ist wichtig, Orgasmus zu steuern für den Mann. Beim Oralsex, wenn er schnell kommt, dann ist es auch in Ordnung, dann ist es ein Zeichen der Anerkennung. Und natürlich dran, wie viel Sperma ihr habt, wie gut euer Sperma schmeckt, habt ihr auch Einfluss. Wenn die Frau es nicht toll findet, wie euer Sperma schmeckt, wenn sie sich weigert zu schlucken, könnt ihr doch was für Geschmack tun von dem Ananassaft. Das ist ein einfaches Beispiel bis zur Selbstbehandlung des lymphatischen Systems oder lymphatische Massage bei einem Therapeuten, Ernährung, Umstellung, Hygiene etc. 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 Warum Hygiene? Weil die Haut auch hilft zu entgiften und dann ist das Sperma einfach sauberer. Was wäre noch wichtig? Genau, ihr spürt auch mehr bei der Erregung. Was gut für die Erregung ist, für die Erektion ist und auch gut dafür ist, dass ihr wisst, was euch gefällt. Ja, ihr mögt es gerne, wenn wir euch zeigen, was uns gefällt. Wir mögen es auch. Für manche ist es eine Überraschung, aber wir mögen gerne angeleitet werden und deswegen lade ich die Männer auch einmal bei sich selbst am Lingam auszuprobieren, wie sich schöne Berührungen anfühlen. Eine sanfte Lingam-Massage. Ihr könnt zu Tantra gehen, ihr könnt einfach euch Zeit nehmen, warmes Bad, ganz Körper einölen, ganze Hände einölen, am Penis fließende Bewegungen machen, entdeckt, was ihr da alles habt. Apropos noch ein Killer von einem schönen Fellatio ist die Gewohnheit des Mannes, aktiv zu masturbieren. Dann bist du irgendwie gepolt. Du bist konditioniert auf nur eine Art der Bewegung und alles andere fühlt sich nicht so intensiv an. Wenn du selbst dir eine Lingam-Massage schenkst oder wenn du regelmäßig zu einer Lingam-Massage gehst, auch natürlich, wenn deine Partnerin es macht, wirst du zu einem Genießer. Die Nervenverbindungen werden stärker und deine Sinnlichkeit kommt auf die nächste Ebene. Du spürst wesentlich mehr. Das hat damit zu tun, dass die Berührung regelmäßig stattfindet und deine Rezeptoren geschult werden. Wichtig ist allerdings, dass dein Becken nicht allzu steif ist, weil die Versteifungen die Nerven einklemmen und dass deine Wirbelsäule gesund ist, weil viele Signale über die Wirbelsäule laufen. Ja, es gibt Nervus vagus, der ist für unsere Sexualität zuständig, aber es gibt auch Strukturen, die über unsere Wirbelsäule laufen. Deswegen sind die ganzen Übungen für den Rücken, auch yogische Drehungen zum Beispiel, Krokodil morgens, ja, wenn du dich zu einer Seite öffnest und die Knie zu anderer Seite machst, kostet dir 20 Sekunden Zeit, aber wird unter anderem deine Sexualität, deine sexuelle Wahrnehmung stärken. Und bei deiner Partnerin funktioniert es genauso. Ja, tatsächlich gibt es nicht so viele Unterschiede. Gibt es einen anderen Saft außer Ananassaft? Ananassaft ist am berühmtesten, aber Zitrusfrüchte sind da sehr gut, Erdbeeren sind da sehr gut, Mangos sind da sehr gut. Ehrlich gesagt, muss es nicht Saft sein. Ich bin als auch Ernährung ist mein großes Hobby eher nicht für Säfte, sondern für ganzes Obst. Im Obst gibt es auch Ballaststoffe und sogar lieber nicht als Smoothie, sondern als was zum Kauen. Das ist besser für unser Kiefer, das ist besser für unsere ganze Körperstruktur. Wenn unsere Kaumuskulatur nicht gut belastet ist, schlägt es auf den ganzen Körper unter anderem. Ich bin wirklich für die Stücke von dem Obst. Bitterschokolade, interessanterweise, wirkt positiv. Weißzucker nicht so positiv. Spargel und Artischocken bitte nicht. Darüber reden schon viele Leute, dass sie damit keine guten Erfahrungen hatten. Bier wird auch nicht so wirklich beliebt. Raucher haben angeblich schlechteren Spermageschmack. Genau, Pilates, Beckenboden auch für den Mann.
Ja, ich habe extra Beckenboden und Teamfitnessprogramme, aber Pilates ist eine schöne Sache. Das Einzige, was mir bei Pilates nicht so gut gefällt, ist, dass man dort Powerhouse sehr konstant hält eine längere Zeit. Also man spannt Anus und die ganze Beckenmuskulatur über längere Zeit an. Das kann aber dazu führen, dass die Muskeln sich verspannen. Ist auch kontraproduktiv. Das muss man dann ausgleichen mit einer Entspannungseinheit oder mit regelmäßigen Entspannungseinheiten oder mit Klopfübungen oder holistisches Pausing habe ich auf meinem YouTube-Kanal. Die Muskulatur braucht nicht nur die Anspannung. Die Muskulatur braucht dieses Gleichgewicht zwischen Anspannung und Entspannung. Die Muskulatur braucht die Pulsation. Aber auf jeden Fall, ich bin sehr dankbar an Pilates, an Yoga, an Tantra, dass sie überhaupt das Thema von Intimbereich sind, dass sie uns dafür sensibilisieren, weil in unserer Gesellschaft wird darüber so wenig gesprochen. Ich bin früher sehr viel in die Fitnessstudios gegangen und tatsächlich nur bei Pilates und Yoga wurde davon gesprochen. Ich weiß noch, Krafttraining, Gesangtraining, wenn ihr gute Trainer habt, lernt ihr das. Manche Leute, die mit Gewichten arbeiten, werden aufgeklärt, manche aber nicht. Und das ist sehr wichtig, diese Muskulatur zu sehen, sie wahrzunehmen, um sie zu stärken, aber auch zu entspannen. Ja, für Spermengeschmack hilft Vollwertkost. Frische Produkte, Produkte von guter Qualität, die sind generell gut für unsere Gesundheit. Wir sind sexuell aktiver in der Regel, wenn wir gesund sind. Natürlich gibt es Krankheiten, die auf die Sexualität gut auswirken. Bitte nicht als Tipp wahrnehmen. Bei Tuberkulose zum Beispiel ist irgendwie Lust stärker. Aber, habe ich zumindest gelesen. Ja, ich weiß es, Gott sei Dank, aus meiner Erfahrung oder Erfahrung meiner Kunden nicht. Und Gott sei Dank ist Tuberkulose heutzutage selten. Aber generell, je vitaler wir sind, je besser wir uns fühlen, umso mehr können wir uns in der Sexualität entfalten, umso besser schmecken wir, umso besser riechen wir. Und ja, eigentlich habe ich alles erwähnt, was ich im Rahmen von diesem Webinar erwähnen wollte. Und ich freue mich jetzt auf eure Fragen. Ich stoppe die Aufzeichnung und ihr könnt euch Zeit nehmen für ein Gespräch, für einen wertschätzenden Austausch. Gerne schreibt auch eure Erfahrungen. Was habt ihr Schönes gemacht? Was hat zu dem schöneren Fellatio geführt? Und wer in so einem Austausch teilnehmen möchte, nächstes Mal meldet sich bei Joy Club an. Alles Liebe!